Bitte einsteigen. Herzlich willkommen im Feldbahnmuseum Guldenthal. In reizvoller Landschaft, auf den Höhen des Holigbergs gelegen, bietet das Feldbahnmuseum echte Eisenbahnatmosphäre für Jung und Alt. Die Brüder Heinrich und Gerhard Faust waren früher im eigenen Betrieb als Lokführer tätig und entwickelten bereits 1985 die Idee Feldbahnmuseum. Sie fanden Gleichgesinnte, die ihnen bei der Aufarbeitung der zusammengetragenen Lokomotiven und beim Aufbau des Streckennetzes halfen, und so konnte im Jahr 2000 das Feldbahnmuseum eröffnet werden. Heute sind hier über 50 Lokomotiven aus den Jahren 1902 bis 1981 zu bestaunen, die auf dem über 2 Kilometer langen Gleisnetz zum Einsatz kommen. Die Bahnstrecke bietet eine abwechslungsreiche Fahrt mit einigen Steigungsabschnitten, auf denen die Loks ihre volle Kraft entfalten können. Besucher haben bei der Fahrt einen herrlichen Ausblick ins Guldenbachtal, auf die Höhen des Hunsrücks sowie hinüber zum Taunus und nach Rheinhessen. Die Arbeiten an der Bahnstrecke sind aber noch nicht abgeschlossen. Schon bald soll das Gleisnetz bis in den Steinbruch verlängert werden. In der großen Lokhalle finden sich weitere Waggons und Loks. Ein Querschnitt aller west- und ostdeutschen Hersteller. Vom kleinen Schienenpulli über spezielle Grubenloks bis hin zum wertvollsten Exemplar einer alten O&K-Dampflokomotive aus dem Jahr 1903. Auch langsam laufende Dieselmotoren aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg sind in der Sammlung zu finden. Auch diese sind voll funktionsfähig und können vorgeführt werden. Im Sommer werden spezielle Fahrttage veranstaltet und Sie können mit den Loks das Streckennetz befahren. Besuchen Sie doch auch einmal das Feldbahnmuseum in Guldenthal. Weitere Informationen und Termine finden Sie auf unserer Webseite www.feldbahnmuseum-guldenthal.de. Vielleicht sehen wir uns ja bald.